Spiel Nummer 12 für Benjamin Duda beim Berliner AK. Mit nur 3 Siegen eine durchwachsene Bilanz. Heute gastiert man bei Uwe Lehmann und Lichtenberg 47. Das Hans-Zoschke-Stadion gut besucht. Der BAK mit dem besseren Beginn. Philipp Harand lang und weit. Ben Florian Meyer. Kagbo lässt durch und da ist Nader Jindawi. Erste dicke Möglichkeit für die Gäste, die hier zu Beginn gleich spielbestimmt sind. Die 8. Minute. Der BAK ja nach 3 Niederlagen in Folge mit dem Sieg gegen Tasmania und dem Unentschieden gegen Babelsberg wieder in der Spur. Das ist Fontaine. Joel Richter setzt sich durch gegen Ovčarek, geht an Wollert vorbei. Spielt rüber auf Nader Jindawi. Nach 8 Spielen ohne Tor macht der Top-Torjäger des BAK das 1:0. Das letzte Mal traf Jindawi am 5. Februar gegen den Chemnitzer FC. Die Vorarbeit von Richter und Jindawis Schuss wird noch von Kevin Ovčarek abgefälscht. Keine Chance für Niklas Wollert, der heute sein 150. Spiel für Lichtenberg 47 absolviert. Der BAK ist in der Anfangsviertelstunde drückend überlegen. Jindawi. Tissell mit der Reingabe. Kagbo scheitert an Wollert und Kwabi Schulz. Richtig starker Save von Niklas Wollert. Und Leon Gedeke, der den Schuss von Schulz noch entscheidend über das Tor abfälscht. Lichtenberg heute wieder ohne Götzi, Syrien und Einsiedel, die das Offensivspiel sonst deutlich beleben. Nach gut 17 Minuten geht mal was über die linke Seite. Das ist Hussein Çor. Philipp Grüneberg im Doppelpass mit Hussein Çor. Starke Aktion des 21-Jährigen. Und die erste gute Chance im Spiel für die 47er. Eine Minute später, dann aber wieder der BAK. Joel Richter schickt Nader Jindawi. Der vernascht hier Reiniger und findet in der Mitte Abubakar Kagbo. Saisontor Nummer 5 für das einst große Jugendtalent. Wurde ja mit der U17 Deutschlands Europameister. Stark wie Jindawi hier trickreich an Reiniger vorbeigeht. Gedeke ist noch am Ball, doch Kagbo kann am Ende abstauben. 0:2 nach nur 17 Minuten. Fontaine heute nach 2 Spielen wieder an der Startelf. Mit einem richtig starken Spiel bedient hier Kagbo. Und der spielt rüber auf Joel Richter. Der verpasst allerdings die Riesenchance auf das 0:3. Wollert war schon geschlagen, doch Oliver Hofmann stellt hier gut den Körper rein. Die 27. Minute, Lichtenberg mit nur einem Punkt aus den letzten 3 Spielen. Çor, noch einer der auffälligsten heute. Und da ist Christian Garve. Satter Schuss des Top-Vorlagengebers der 47er. Knapp 35 Minuten gespielt. Lichtenberg heute mit zu vielen individuellen Fehlern. Und darauf lauert der BAK. Kagbo bedient hier Schulz. Und der spielt rüber auf Nader Jindawi. 3:0 BAK. Nach kleiner Torflaute trifft Nader gleich doppelt in Halbzeit 1. Und steht jetzt mit 14 Saisontoren wieder in den Top 5. Kagbo mit dem ganz entscheidenden Ballgewinn. Und Schulz behält die Übersicht. Und legt im richtigen Moment rüber auf Nader Jindawi. Kurz vor der Pause dann nochmal ein Lebenszeichen der 47er. Gedeke, der eingewechselte Ibe, Philipp Grüneberg und am langen Pfosten steht Hannes Graf. Einer von 4 Neuen in der Startelf bei den Lichtenbergern. Es ist das erste Saisontor für den 25-jährigen Mittelstürmer, der hier im Strafraum der Gäste völlig alleine gelassen wird. Kühnersatz Maxim Hertel kann den Ball auch abfangen und Fatih Bakker steht viel zu weit weg von Graf. Dank Nader Jindawi geht auch Cheftrainer Benjamin Duda gut gelaunt in die Halbzeitpause. Durch den Anschlusstreffer haben auch die 47-Fans noch Hoffnung auf die Wende in Durchgang 2. Gut eine Stunde gespielt, Lichtenberg jetzt etwas aktiver. Das ist Grüneberg, spielt raus auf den eingewechselten Ibe. Und der prüft hier Hertel. Ibe, einer der auffälligsten 47er seit seiner Einwechslung. Die 67. Minute. Kapitän Fontaine glänzt heute immer mal wieder mit Pässen in die Tiefe. Hier schickt er Joel Richter. Und in der Mitte steht Abubakar Kagbo.
Ebenfalls mit dem Doppelpack. Mit dem 4:1 macht Kagbo hier den Deckel drauf. Lichtenberg einmal mehr zu passiv. Kagbo kann den Ball im 16er seelenruhig annehmen und wird sogar bei der Drehung nicht entscheidend gestört. Schlussviertelstunde. Der BAK hat noch nicht genug. Wieder leitet Fontaine diesen Angriff ein. Wollert unsicher. Und Kagbo ist zur Stelle. Tor Nummer 3 für den 29-Jährigen. Zum Vergleich, in der gesamten Saison gelangen Kagbo 4 Tore. Das Tor geht natürlich auf die Kappe von Wollert, der sich hier verschätzt. Am Ende gewinnt der Berliner AK mit 5:1 und holt nun 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen. Ja, ich glaube, letztendlich wollen wir einfach nur zeigen, was wir können. Man hat es in der Hinrunde gesehen und ich glaube, man sieht es jetzt auch gerade in den letzten Spielen. Wir haben eben wieder neuen Mut gefasst, spielen wieder Fußball, haben unser Spiel wieder ein bisschen angepasst zu dem, wo wir vorher waren. Und ich glaube, das hat man heute ganz deutlich gesehen. Klares Ergebnis, klare Sache und die Jungs haben einfach Spaß und wollen es halt einfach bis zum Ende durchziehen. Ja, ich sag mal, generell hast du natürlich immer so ein bisschen so einen kleinen Hänger dann in der Truppe, was aber gar nicht so eine riesige Auswirkung auf uns, auf unsere Persönlichkeiten gehabt hat. Wir hatten immer Spaß im Training, haben weiter durchgezogen, weil wir wussten, irgendwann kommt es zurück. Leider Gottes hat es mit dem Aufstieg nicht geklappt, aber letztendlich haben wir durchgezogen und irgendwo muss man wieder anfangen und da sind wir jetzt gerade angekommen für die letzten 6 Spiele. Ach, macht immer Spaß zu treffen. Ist mir auf jeden Fall immer wieder eine Freude, wenn ich dem Team helfen kann. Und das konnte ich heute mit den 2 Toren und das macht mich glücklich. Lichtenberg 47 aktuell mit kleinem Formtief. Nur ein Punkt aus den letzten 4 Spielen. Am Mittwoch geht es zum Nachholspiel nach Auerbach.